Weltgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, Männer. Ja, der eine oder andere hat schon mitgekriegt. Der böse Staubsauger ist wieder da von Nico. Nee, so böse ist der gar nicht. Das ist nur der andere böse. Der Staubsauger ist schon okay. Und zwar, ja, er ist wieder da. Ich vermute dasselbe Problem wie beim letzten Mal, während ich mit dabei war. Die Zellen waren entbalanced und ich habe ihn gebalanced, vollgeladen und Nico hat ihn dann, keine Ahnung, es war vor 1-2 Monaten, ich weiß jetzt nicht, wie oft er ihn benutzt hat. Und ja, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen genauer hingucken. Ne? Eigentlich wollte ich diesen Balancer von uns, von dem der Astra gemacht hat, jetzt hier reinbauen, ne? Die Platine, Astra, würde passen, aber es ist ein 7S, scheiße. Ja, habe ich nicht drauf geachtet, ne? Also Balancer umbauen geht erstmal nicht. Dann habe ich auch noch die falschen 10er-Dioden, wieder AliExpress Fake-Dinger, die nicht richtig arbeiten. Und naja, und jetzt habe ich so gemacht, ich habe mit dem Labornetzteil, kann ich euch ja zeigen, habe die Zellen auf 3,1 Volt alle geladen. Ne? Habe jetzt das Labornetzteil so lange dran gelassen, bis ja kein Strom mehr geflossen ist. Ne? Ganz genau ist das nicht. Das schwankt ein bisschen, aber so grob müssten ja jetzt alle Zellen ungefähr 3 Volt haben. Jetzt mal ganz grob hier unter. Und jetzt kontrollieren wir das erstmal. Die laden jetzt 1-2 Tage. Hier haben wir 3,2. Okay, die hat ein bisschen mehr, die hat ein bisschen länger geladen. 3,1, sagen wir mal um die 3,1 ist okay. 3,18 ist auch okay. Guck mal, hier geht's schon los. 2,9. Wo ich mir denke, kann jetzt sein, dass ich hätte das Labornetz noch ein bisschen länger dran lassen müssen, das weiß ich nicht. Vom Innenwiderstand her sind die Zellen ungefähr alle gleich. Ich hatte die schon gemessen, da war ja die Kamera kaputt. Also eine Zelle war in Mühe anders, vielleicht ist das die, die messe ich dann nochmal nach. 3,2, 3,1 und 3,2. Okay, also zur absoluten Sicherheit tue ich diese Zelle jetzt nochmal laden mit denselben Einstellungen. Dann lasse ich den wieder einen Tag lang liegen. Warte mal, wir können ja mal gucken, ob das jetzt tatsächlich der Innenwiderstand ist. Das können wir ja mal schnell mal noch machen. Ich habe es mir ja hier markiert. Messen wir mal schnell den Innenwiderstand nochmal. Das ist blöd, mit dem Ding habe ich hier keinen Halter. Da müssen wir mal einen Halter drucken oder so, dass ihr das auch schön sehen könnt. 16 Milliohm, ne, das war gar nicht die, die so scheiße war. 16, wir können ja jetzt mal schnell alle durchmachen. 16, also ich tue jetzt nur vor dem Komma. 16, 16, da hat die eine Zelle sich anscheinend. 16, 6, naja. Hier, die war das. Mit 17 noch was. Ne? Also die erste Zelle hier, die ist ein, die Zelle ist in Milliohm schlechter wie alle anderen, aber ja, mein Gott, ne? Also das müsste ja eigentlich der Balancer ausgleichen. Es kann natürlich sein, dass die Zelle das Problem ist, warum das ganze Pack immer außer Rand und Band gerät, sage ich mal. Und was wir jetzt aber machen, was das Interessante wird, wie gesagt, ich mache das jetzt nochmal, ich lade die bewusst nur auf 3,1, weil ich kann ja jetzt dann, wo habe ich den Stecker hier? Ich kann jetzt hier einfach den Stecker anstöpseln an die Platine und kann dann mit dem Original-Ladegerät, was mir der Nico auch mitgebracht hat, kann ich dann den Akku mal laden und dann können wir uns mal während dem Laden die verschiedenen Spannungen angucken. Auch dann zum Ende hinaus. Ne? Ich würde sagen, so machen wir das jetzt. Das heißt, ich mache jetzt erstmal einen Cut, lade die, wie gesagt, die Ene jetzt nochmal nach, dass wir ungefähr alle bei 3,1 haben. Und dann testen wir mal, ob der Balancer, ob diese Platine hier, ob die den Akku überhaupt richtig vollgeladen kriegt, ob die balancen tut. Weil es ist ja immer wieder das Problem. Soll das Problem immer weiterhin bestehen? Ich habe jetzt hier mal geguckt. Guckt euch mal an, wie viele Kontakte das Scheißding hat. Ne? Also ich müsste dann mal rausfinden, wie man den kurz schließen, sage ich jetzt mal, den Akku-Staubsauger. Und dann würde ich den Mist hier runterruppen. Also mein Plan in Zukunft ist eh der Achim. Ich habe Achim gebeten, dass er noch eine SMD-Version davon macht. In, weiß ich jetzt nicht, 3S zum Beispiel. Ne? 3 und 4S. Wir müssen da mal gucken, wie wir das machen. Also es bestätigt sich. Mir hat auch gerade
Mike Tech, liebe Grüße an der Stelle. Ey, den schreibe ich mal an. Der hat mir ein Video geschickt, privat aber, wo er es bei dem Fahrradakku auch wieder gezeigt hat. Ne? Ich frage mal, ob ich das mit reinnehmen darf oder ob er das bei sich hochlädt, ob ich es verlinke. Ne? Also wir sehen uns in 2 Tagen. Ui, anscheinend ist der wirklich nur tiefenentladen. Hab den an das Labornetzteil gehangen und 5 Volt Spannung. Der Balancer geht noch. Der ist gerade bei 20 Volt. Wieso geht der Balancer schon? Ist einfach besser als Bosch. Aber vergossen ist halt scheiße. Da muss jetzt nur eine Zelle nicht gebalanced sein und dann ist der ganze Akku im Arsch. Das ist so eine Scheiße, ey. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Eine Firma, die einen Akku vergießt und dann, ja, einfach nur doof. Okay, ja, mache ich jetzt mal gleich mal einen kleinen Nachtrag. Ich habe das jetzt angeschlossen gerade. Und diese Zelle hier in der Mitte ist jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, gelb in der Strombegrenzung. Also die nimmt jetzt wieder volle Bude Strom auf, ne? Obwohl, also 380 mA, ich habe es jetzt begrenzt. Aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich hatte die ja vollgeladen, ne? Das war auf jeden Fall bei 0. Ich werde das jetzt so machen. Ich lade die nochmal voll. Ich habe sie ja markiert. Und dann muss ich mal 2-3 Tage warten. Vielleicht hat die Zelle auch eine Macke. Oder das ist die Zelle, die den Krempel versorgt. Das haben wir nämlich auch schon. Das hat der Robert und einige andere auch schon geschrieben. Dass die vermeintlichen, ich nenne das jetzt mal Platine, weil Balancer scheint es das nicht zu sein, diese Sicherheitsplatinen, die hier verbaut sind, die werden natürlich nicht über Plus und Minus angeklemmt, ne? Sondern Querladung nenne ich das, oder Querentladung, die nehmen aus einer Zelle dann die Stromversorgung für die Platine. Das ist natürlich der absolute Akkutod, ne? Wenn ihr zwischen rausnehmt, das ist Reinschaltung, könnt ihr euch ja mal belesen, dass der absolute Tod für jeden Akku, ne? Und das scheint hier auch der Fall zu sein. Ich weiß es nicht, kann nur Vermutungen anstellen. Wollte ich euch nicht vorenthalten, er ist immer noch in der Begrenzung. Also das ist ja Wahnsinn. Da muss ja entweder zieht die Platine den jetzt leer oder die Zelle hat eine Macke. Aber vom Innenwiderstand her ist er in Ordnung. Also ich vermute fast, dass die Zelle hier die ganze Platine mit der Zelle versorgt. Das ist natürlich, also es ist eine Frechheit theoretisch. Ne? Mal gucken, wir werden es sehen. Bei allen anderen Tests, die ich gemacht habe, hat sich bestätigt, dass sie nicht balancen. Und vielleicht kann ich euch das hier nochmal zeigen. Ne? Mal gucken. Wenn nicht, müsst ihr selber mal testen. Also das Einfachste ist, so wie ich es gemacht habe, eine Zelle gewechselt. Das hatte ich euch, glaube ich, gesagt. Hier bei dem Akku, das hat man ja zusammen gemacht. Hatte ich eine Zelle gewechselt. Nee, das habt ihr gar nicht gesehen. Das habe ich im Nachhinein gemacht. Hatte ich ja gesagt, ich habe die Zelle gewechselt. Und auch bei einem Bosch-Akku habe ich es auch schon gemacht. Die hat 4,1 gehabt und die anderen alle 3,5. Da dachte ich mir, hey, schließ doch mal das Ladegerät an. Ne? Wenn es 3 Tage dauert, müsste er ja balancen und alle gleich vollladen. Ja, kannst du vergessen. Wenn die eine Zelle auf 1,45 oder 4,15 oder 4,2 ungefähr ist, sagt die Sicherheitsplatine, nö, da ist ja eine Zelle voll, also ist ja der Akku voll, weil wir ja nicht balancen. Ne? Und also das ist schon eine ganz schöne Frechheit. Ne? Dass dann noch quer entladen wird, setzt natürlich dem Ganzen noch eine Krone auf. Und die Akkus sind meistens auch hoffnungslos überlastet. Ne? Also diese Werte von 3000 Zyklen werden mit so einem Akku niemals erreichen, weil viel zu viel rausgezogen wird. Ne? Gut, wie gesagt, sehen wir uns ein paar Tagen. Jetzt geht er in der Abschaltung. Also ein paar Minuten, fast 400 mA sich gegönnt. Das ist schon krass. Also wenn der Eigenverbrauch von der Platine hier so hoch sein sollte, ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht muss man den dann wirklich immer in der Ladestation lassen. Das will ich mit Nico auch nochmal testen. Also ich werde den höchstwahrscheinlich jetzt nicht umbauen, sondern erstmal noch ein paar Messungen machen, den Nico nochmal wiedergeben. Das Ladeverhalten soll Nico mal ändern, dass er ihn quasi immer anschließt nach Benutzung und auch dran lässt. Damit dieser Verbrauch, der eventuell jetzt auf dem Gesamtakku oder auf einer Zelle ist, vielleicht schafft er ja wenigstens das, wenn man den ganzen Tag am Strom lässt. Vielleicht geht das ja. Ne? Das würde ich dann noch testen. Und dann gucken wir mal, es nimmt doch keinen Strom mehr. Na gut, immer noch 300 mA. Ne? Dauert jetzt natürlich. Aber das ist ja Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, Leute. Ne? Gut, bis dann. So, ein paar Tage später. Ich habe mir jetzt mal noch einen Zettel hergehauen. Ich messe mit euch jetzt mal. Das wird, glaube ich. Ach, naja, wir messen jetzt einmal, ich glaube, die war so. 3,18. Ich schreibe mir jetzt mal alles auf die Zellen, was die für eine Spannung haben, und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt mal alle gemessen.
Wir haben 3,2, 3,117, 3,181, 3,41, das ist gleichzeitig die höchste Zelle, die 4, 5 hat 3,207, die 6 3,112 und die letzte 3,269. Ja, um jetzt einfach mal zu überprüfen, das ist ja jetzt nicht so wild, ne? Ich meine, wir haben, sagen wir mal, grob 0,2 Volt, gerade bei der einen Zelle hier. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen entladen sollen, ne? Ich dachte 3, ne, ist egal. Ich mache es jetzt einfach so, wir können jetzt gleich mal überprüfen. Wir haben jetzt eine geringe Abweichung und die Zellen sind nicht vollgeladen. Ich habe es jetzt einfach nur grob gebalanced, ne, vorgebalanced. Und jetzt schließe ich einfach den ganzen Krempel hier wieder an. Wir nehmen das normale Ladegerät, laden den einfach mal auf und dann gucken wir uns an. Ah, so rum kommt er rein. Ja, und dann gucken wir uns mal die Zellspannungen nach dem Ladevorgang mit dem Originalladegerät an. Ne? Müsste ja alle, was weiß ich, wenn das auf 4 Ehens alle lädt, ne? Wenn es natürlich wieder nicht so gut ist, tut er wahrscheinlich die 3 Vierer hier auf. Vollladen und dann abschalten und wahrscheinlich gar nicht balancen. Na, mal gucken, ich weiß es nicht, ne? Ich stecke es jetzt ein, wir können dann mal gleich schauen, was er macht. Macht er überhaupt was? Uha. So, nee, hier ist ja die LED. Genau, also es leuchtet schon mal grün. Und jetzt können wir ja noch mal, ich habe gar nicht geguckt, ob ihr das Multimeter seht. Aber ich glaube, ihr seht das. Jetzt können wir ja mal beim Laden schon mal gucken, was er jetzt so macht. Ich fange jetzt mal oben an, so wie man... Die hatte ja 3,2. Immer noch 3,2. 3,117 auch 3,17. Oh, lädt das jetzt gar nicht, oder was? Aha. Das kann natürlich sein, dass der gar nicht laden tut, ne? Zeigt jetzt nur grün an. Moment. Okay, ich habe jetzt mal das Messgerät reingemacht in die 230 Volt Leitung und er lädt nicht. Kurz hat er was gezogen, wo die Lampe rot war und dann hat er aber gleich auf angeblich grün umgeschalten. Und jetzt ist sofort wieder. Jetzt weiß ich nicht, ob der Akku, ob der verbunden sein muss mit dem Staubsauger. Das kann natürlich sein. Ich baue mal schnell den Akku zusammen und knall den in den Staubsauger rein, weil der hat so viele Kontakte. Bis gleich. So, ich habe Marco jetzt drin und noch nicht zusammengeschraubt. Mal gucken, ob er angeht. Er geht sogar an. So, und jetzt gucken wir mal, was das Ladegerät sagt. Ah, nee. Okay, hier oben sagt er 99%, aber er lädt. Also scheinbar muss das Ding doch damit verbunden sein. Vielleicht tut er jetzt doch tatsächlich balancen und alles. Ich habe jetzt Urverbrauch am Netz. 14 Watt. Gut, das könnte ein Stückchen dauern, aber er lädt zumindest. Zeigt jetzt halt oben Quatsch an. Weil voll ist er ja noch nicht. Ja, ich werde das jetzt einfach mal beobachten. Und wie gesagt, dann mal noch Nico fragen. Nicht, dass er ohne das Ding versucht hat zu laden. Das wäre natürlich ein Punkt. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wenn der das erste Mal abgeschalten hat, gucken wir uns mal die ganzen Spannungen an, ne? Was er eben gemacht hat. Gut, dann bis später. So, wie ihr an der Messung seht, 0, Power Faktor 1. Und mein Zoom geht wieder. Haben wir ja im Hangout repariert, ne? Im Livestream. Und zwar sagt er an grün, das kann aber nicht sein, weil das waren jetzt keine Ahnung, eine Stunde oder so. Ich habe es nebenbei ein bisschen beobachtet. Und ich will jetzt mal probieren, wenn ich abstecke und wieder anstecke, weil es scheint so, der hat nur bis zu den 100% geladen. Also, der zeigt jetzt an 100% hier oben. Grün. Aber der hat ja keine 100%, das kann ja gar nicht sein. Ne? Der Tee ist, ich mache den nochmal auf, wir gucken nochmal rein und messen nochmal. So, ich habe jetzt auf, wir messen mal zusammen.
Oh doch, er hat sie im Müll geladen. 3,28 und 3,2 hat man. Ja, ich habe schon so eine kleine Idee, was das sein könnte. 3,224, okay. Ich messe die jetzt mal alle schnell durch. So, ich habe jetzt mal alle gemessen. Er hat sie tatsächlich ein bisschen geladen. Aber mit Balancen ist auch nicht wirklich so viel. Wobei, er hat die nicht geladen, ne? Also nur ein Müh. Ja gut, die aber auch nur ein Müh. Also ich glaube, Balancen bin ich. Vielleicht macht das dann, wenn es voll ist. Ich vermute jetzt, dass eventuell das Problem ist, dass die Elektronik hier sagt 100%. Weil wo er 99% hatte, hat er ja geladen. Ne? Ja, und ich werde jetzt eins machen. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Ich tue den, die zählen jetzt alle extern Balancen auf 4,2, sage ich jetzt mal. Und dann baue ich den zusammen, tue den mal entladen. Und dann können wir den Test nochmal machen. Vielleicht geht es ja dann. Ne? Dass jetzt einfach die Steuerung sagt, hey, der Akku ist ja voll, wir können nicht mehr laden, was natürlich aber dann Ölschwachsinn ist. Ne? Ist nun mal so. Und ja, ich habe jetzt noch viel Spaß beim Balancen und ich sag mal bis später. So, jetzt haben wir ein paar Tage später mittlerweile. 4,1. 4,1 hoch. 4,1, die hat glaube ich ein bisschen mehr. 4,12, jawohl. 4,1. 4,1. Und 4,1. Ich mache das jetzt so, ich baue das Ding zusammen. Und dann tue ich den mit dem Staubsauger eben benutzen. Und dann laden wir den nochmal mit dem Originalladegerät. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und dann zerlege ich ihn wieder und dann messen wir mal, ne, was hier los ist. Ob der überhaupt lädt oder balanced. Mal gucken, ne. Bis später. So, ich habe mit der Karete schon ein bisschen gesaugt, aber mehr habe ich nicht bei mir. Das heißt, ich sauge jetzt noch ein bisschen das Auto aus. Da müssen wir auf Power umschalten. So, jetzt hier volle Esse. Naja, so spannend ist das nicht. Hat eh nicht so viel Power, ne? Naja. Mal gucken, ob ich den Akku hier. Wir müssen ja keine Ahnung. Wenigstens noch 20% kriegen. Bis später. So, ich hab's geschafft. Ich hab mir jetzt. Wie ihr seht, 30% wollte ich ungefähr. 30% entladen. Wir schrauben den jetzt mal auf und messen mal. So, Akku ist raus. Und starten wir und messen jetzt gleich mal zusammen. 3,58, dann haben wir 3,58, ui, das sieht ja gut aus, dann Nummer 3, 3,57, dann die Nummer 4, 3,58, das war ja die ein bisschen mehr hatte, 3,57, ich glaube, ich brauche das komisch mehr aufschreiben, 3,57 und die letzte, 3,57, 3,58. Huch! Also, die Zellen sind auf jeden Fall in Ordnung. Das hatte ich ja schon gesagt. Hatte ich ja schon gemessen. Und jetzt machen wir das so. Ich baue ihn jetzt wieder zusammen. Und lade den, wie gesagt, das habe ich jetzt glaube ich das dritte Mal gesagt. Ne? Mit dem Original bis gleich. So, Akku ist wieder zusammen. Eben was Komisches war beim letzten Mal, dass ich, wenn ich den Akku geladen habe, einfach so. Ohne den Staubsauger hat er nicht geladen. Er hat sofort auf grün geschalten, hat nichts gemacht. Das heißt, als erste Ladeempfehlung, die ich dann. Oh, das Ding ist total verdreckt, ne? Ja, erste Entladeempfehlung ist auf jeden Fall das Ding hier einklicken. Ich habe jetzt hier die weiße Messer dran. Die Daten lese ich euch jetzt einfach vor, was das jetzt hier macht oder auch nicht. So, hier haben wir was. Powerfaktor ist noch 1. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Ja, und die zweite Empfehlung, die ich wahrscheinlich Nico
geben werde, das hast du jetzt hier im Video, Nico. Du den mal nur bis 30%, wobei die Daten sind eigentlich gut. Also wahrscheinlich kannst du nur, also unter 10% bitte nicht ziehen. Und dann allgemein immer direkt ans Ladegerät wieder. Also jetzt nicht hier benutzen, den nicht laden und rumstehen lassen oder ja, das wäre halt so das Worst Case, ne? Weil dann können die Zellen weiter sinken, blablabla. Also ich würde sagen, immer nachdem du das Gerät benutzt, sofort, wenn du fertig bist, wieder ans Ladegerät. So, jetzt gucken wir mal, ob er jetzt endlich lädt. Die Anzeige zeigt jetzt 28%. Wir haben 15 Watt mit einem Powerfaktor von 0,6. Scheiße. Ja, okay. Erlebt, ne? Ja, ich würde sagen, wir lassen den jetzt einfach mal laden. In der Hoffnung, dass es wenigstens bis 4.1, 4.05 oder so lädt. Also auf jeden Fall mega gut, dass die Zellen exakt dieselbe Spannung schon mal haben. Ich habe die ganze Zeit, ich sag mal, 10% auf normal gesaugt und Auto, bis ich dann gerafft habe, dass ich auf Turbo schalten kann. Und dann habe ich komplett auf Turbo gesaugt. Ein Auto ausgesaugt, mein Schlafzimmer, so, ne, sinnlos halt den Boden abgesaugt, weil mir nichts passiert. Und hier am Bastelplatz und so alles gesaugt. Also kannst du sagen, ein Raum auf jeden Fall und ein Auto auf jeden Fall schafft das Ding auch. Also gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, ich lasse ihn jetzt laden und wir gucken mal, ob jetzt das Display, hat man nicht gerade 28%? Super, er macht was, ne? Wenn er den jetzt wieder auf 100 und dann, ich sag mal, 4,05 würde mir schon persönlich reichen, ne? Und dann muss Nico halt immer, wenn er ihn benutzt hat, sofort dann wieder einstecken. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder. So, der nächste Tag. Jetzt bin ich mal gespannt. Er hat ihn vollständig geladen. Hat tatsächlich ein paar Stunden sogar gedauert. Oh, 4,16. 4,16, 4,17. 1,6, 1,7. Okay, hier hat er 4, also lädt er die tatsächlich schon 4,2, Digga. Oder auch versucht zumindest. Ich gucke jetzt mal vorne. Es sind alle so ungefähr bei 4,16, bis auf die. Die hatte ja die Zelle 4, die hatte ja immer schon ein bisschen mehr, ne? Also balancen tut er nicht. Seht ihr ja jetzt hier. Und wenn, dann sehr, sehr, sehr schlecht. Aber jetzt ist das Problem, denke ich mir, dass der wahrscheinlich immer die bis 4,2 lädt und dann einfach abschaltet. Das war natürlich jetzt ist ein kleines Problem. Ich hatte ja nur bis 4,1 geladen, ne? Ich denke, er zeigt jetzt so 100% an. Nico will ja heute Abend vorbeikommen, das Ding abholen. Ich mache das jetzt so, ich balance die alle manuell bis auf den, alle auf 4,2 genau, ne? Dass er halt eh mal ratzebuddel voll ist. Also die laden anscheinend tatsächlich bis 4,2. Das ist schon mal gut, ne? Ich balance den jetzt nochmal. Gib den Nico eben den Tipp, immer direkt nach dem Benutzen anstecken und laden. Und ich denke mal, dann müsste eigentlich zumindest mal wieder ein halbes Jahr gehen oder so, ne? Naja, gut. Wir werden sehen. Also gar nicht mal ganz so scheiße, aber kein Balancing, ne? Warum auch? Der Nico ist jetzt so gerade da, ich habe ihn so mal befragt, hier, wie er geladen hat und so. Es ist und bleibt ein Rätsel, also ich kann keinen Fehler irgendwie finden. Ich würde jetzt sagen, was ist, ich würde sagen, wir machen das jetzt so, ich baue ihn wieder zusammen. Der Nico kriegt ihn wieder mit, er hat jetzt wirklich 2 Stunden noch länger gehalten, jetzt ist sogar noch mehr drin als vorher. Hat jetzt 4,16 hat man ja gemessen. Und ja, ich baue ihn wieder zusammen und wenn er im halben Jahr wieder endet, dann bringst du ihn wieder her, balance ihn wieder und fertig und geht er wieder. Also es funktioniert alles, ich könnte es aber nicht replizieren. Also keine, sind alle Zellen in Ordnung. Ja, bei den vorher nicht mal mehr zu laden. Ich hatte die, das gibt's doch nicht. Hat nicht so viel laden. Ich schaff's auch nicht. Jetzt geht wieder alles. Ja, das Problem ist, der Achim hatte dann gesagt, das ist vielleicht noch interessant, dass der wohl einen Chip drin hat. Also wo der leer war, ich hatte den nur gebalanced. Und ich hätte den noch vollladen müssen. Jetzt habe ich den reingesteckt und das blöde Ding hat 99% angezeigt. Mhm. Hat bis 100 geladen und abgeschalten. Mhm. Nee, war aber nicht voll. Dann habe ich ihn selber geladen.
ja gesagt, 2 Stunden, also eine Stunde auf jeden Fall, Digga. Definitiv. Das wird nicht reichen. Ne? 3 Füllungen, wie gesagt, mit einer Akkuladung. Und dann habe ich mit einem Originalladegerät geladen und siehe da, jetzt hat er sie vollgeladen. Also, ich weiß nicht, was da los war, Digga. Vielleicht hat er Chippen-Macke, ist ja egal, auf jeden Fall funktioniert wieder. Wenn er jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr geht, dann bälle ich ihn wieder und dann ist es Arschlecken. Ich denke mal, 4-5 Mal können wir es noch machen und dann. Und dann bauen wir selber. Ne? Gut, bis später, haut rein.